Im heutigen Video gibt es mal wieder einen Trick. Ich glaube, das steht sogar schon im Titel oben. Ich weiß es noch nicht genau, weil ich noch nichts Klares hier gefunden habe, wie ich das Ganze hier nennen werde. Auf jeden Fall geht es heute mal um Schleifen. Schon wieder. Ich glaube, das war der erste Trick hier aus der Reihe. Es geht ums Schleifen. Im Prinzip nicht um die Maschine an sich oder um das Material an sich. Es geht darum, wie ihr euer Schleifpapier länger nutzen könnt und so Geld sparen könnt. Ich denke, dieser Trick ist speziell bei Maschinen wirklich sehr, sehr interessant, bei denen auf einer Umdrehung nicht so viel Schleifpapier ist. Was meine ich damit? Wir nehmen jetzt hier als Beispiel mal einen Spindelschleifer. Das hier ist die große Trommel von dem Spindelschleifer und das hier ist die kleine Spindel von dem Spindelschleifer. Wenn ihr euch das jetzt anschaut, schleift ihr mit diesem Stück hier an eurem Holz vorbei. Wenn ihr euch jetzt vorstellen würdet, dass ihr das Ganze hier aufschneiden würdet, wäre an Länge von Schleifpapier nicht wirklich viel da. Und auch genau das ist ein Grund, warum ich meinen Trommelschleifer so gebaut habe, wie ich ihn gebaut habe. Und hier geht es jetzt speziell um die Schleiftrommel an sich. Ihr seht, diese Schleiftrommel ist relativ dick. Ich glaube, das hier waren so 18 oder 20 cm. Warum habe ich das getan? Der Grund ist relativ simpel. Diese Schleifbänder hier würde ich ungern alle 3 Wochen neu zuschneiden, weil sie halt eben verschlissen sind. Das habe ich hier einfach umgangen, indem ich die Schleiftrommel relativ dick gemacht habe. Und so ist halt schlussendlich viel, viel mehr Schleifmaterial um die Trommel rum. Ihr könnt euch vorstellen, an Länge ist das hier so die Menge an Schleifpapier, die auf einem regulären Bandschleifer ist. Dieses Schleifpapier kann ich super lang benutzen. Ich kann euch auch genau sagen, wie lange ich schon benutze. Und zwar, solange ich die Maschine hier schon habe, benutze ich dasselbe Schleifpapier. Hier könnt ihr auch direkt wieder sehen, wie effektiv das dann doch ist. Sehr viel Material. Und hier seht ihr auch direkt, wie effektiv das wirklich ist, sehr viel Schleifpapier stehen zu lassen. Und jetzt gehen wir aber wieder zurück zu dem Spindelschleifer und dort zeige ich euch kurz den Vorteil von dem Reinigungsmittel, was wir für das Schleifpapier benutzen werden. Wieder zurück hier am Spindelschleifer. Ihr konntet jetzt sehr gut sehen, dass sich das Schleifpapier super schnell zugesetzt hat und ein Grund dafür ist halt eben, dass hier nicht so viel Schleifpapier vorhanden ist. Aber wenn ihr eben so eine kleine Schleifspindel wollt, könnt ihr halt nicht mehr Schleifpapier draufbiegen. Aber damit ihr dieses Schleifpapier jetzt auch ein gutes Stück länger benutzen könnt, benutzen wir jetzt hier so ein Reinigungsgummi. Das ist hier so einer. Jetzt konntet ihr gut sehen, dass wir diesen ganzen Schleifstaub wieder aus dem Schleifpapier rausgenommen haben. Und so könnt ihr diese Schleifspindel bzw. das Schleifpapier auf dieser Schleifspindel eine gute Zeit länger benutzen. Nach diesen Dingern hier werde ich wirklich so unglaublich oft gefragt. Dabei ist es doch so etwas so Simples. Ich weiß, es gibt Alternativen zu diesen Reinigungsgummis hier, die sind im Prinzip kostenlos. Ihr könntet auch eine Zahnbürste holen oder eine alte Schuhsohle, das würde auch funktionieren. Ich habe diese Variante hier aber ein gutes Stück lieber, denn ich habe zu Beginn auch immer diese Methode mit den alten Papier- bzw. Plastiktüten angewendet. Keine Papiertüten, Plastiktüten. Aber da ist halt eben immer das Problem, dass wenn ihr sie verstauen wollt, sie immer super viel Platz wegholen. Nehmt mal eine Mülltüte und lässt die irgendwo liegen, die nimmt super viel Platz weg. Und manchmal verfängt sich die Plastiktüte auch so ein bisschen am Bandschleifer, als Beispiel. Und da ist dieses Ding hier halt einfach ein gutes Stück simpler und auch sicherer. Deswegen bin ich mittlerweile auf diese Dinger hier umgestiegen. Ich habe dir jetzt mein Geheimnis verraten, wie du dein Schleifpapier ein gutes Stückchen länger benutzen kannst. Und ich würde empfehlen, das Ganze einfach mal auszuprobieren. Und genau das Ding hier habe ich euch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ich versuche das hier ein bisschen regelmäßiger zu machen. Wie gesagt, das ist nur so ein kleiner Zusatz zu meinen regulären Videos. Und das Ganze hier soll ein bisschen mehr Spaß machen, da möchte ich nicht so ernst sein. Ja, und wenn ich mich da ein bisschen öfters verrede, ist das auch nicht ganz so schlimm. Falls dich das jetzt interessiert und du gerne noch ein paar Tricks sehen würdest, dann folgst du am besten meinem Kanal hier auf YouTube. Ich wünsche dir dann bis zum nächsten Video noch ein schönes Wochenende, nachdem man das hier erscheint. Ciao. Come on and make